In diesem Video schauen wir uns die Bedeutung der Tarotkarte 6 der Schwerter an. Schwerter sind in Luftzeichen zugeordnet, Zwilling, Waage, Wassermann, und Schwerter stehen für das Rationale, den Verstand und auch die Kommunikation. Die 6 der Schwerter, schauen wir uns die Karte an. Wir sehen Personen in einem Boot und in diesem Boot in Blickrichtung der Personen sehen wir die 6 der Schwerter. Das, was uns direkt ins Auge fällt, ist, dass wir die Rücken der Personen sehen. Ja? Sowohl der, ich nenne es jetzt mal Fahrgäste, als auch den Rücken des Fährmanns. Das heißt, man wendet sich von etwas ab durch Gedanken. Man hat etwas verstanden, ja? Man hat etwas vielleicht geklärt und kann etwas hinter sich lassen, kann eben aber auch bedeuten, dass man jemanden hinter sich lässt. Es kann aber genauso gut bedeuten, und deswegen ist es immer ganz wichtig, wenn ihr eine Legung macht, dass ihr die Karten miteinander in Kontext bringt, dass man gemeinsam etwas überwunden hat und weitergeht, gemeinsam. Dann kommt immer ein bisschen drauf an. 6 der Schwerter symbolisiert damit also Übergänge, Reisen, etwas Altes möglicherweise hinter sich lassen, Beginn einer Reise zu ruhigeren Gewässern. Auf der Karte sieht man eben diese Person in dem Boot sitzen, die eine Flussüberquerung macht, begleitet von einer weiteren Person, einem Kind und dem Fährmann, der das Boot eben steuert. Ja, Zeit des Übergangs, Veränderung, Fortschritt, alles aber eben auch sehr kopfgesteuert. Ja. Hier geht es darum, emotionale, ich sag mal, Entwicklungen zu überwinden oder abzuschließen. Ja. Das Boot mit den Schwertern ist auf dem Wasser. Wasser steht immer für Gefühle, das tiefgründige, emotionales. Und damit ermutigt uns die Karte eben auch dazu, schwierige Zeiten und Herausforderungen, auch emotionale Herausforderungen, hinter uns zu lassen und sich auf einen Ort der Ruhe und Stabilität zuzubewegen und halt eben sich Gefühlen nicht ausgeliefert fühlen zu müssen, sondern man kann immer noch den Kopf mit dazuschalten und damit dann eben eine Lösung finden, eine Situation zu überwinden, zu klären, zu verlassen. So. Die Karte betont eben auch aufgrund der Tatsache, dass also die Person, die im Boot sitzt, die steuert das Boot nicht alleine. Der Fährmann hier, der weist auf einen Unterstützer hin. Also das heißt, man kann möglicherweise auch hier wieder bitte immer die Kontextkarten beachten, wenn ihr eine Legung macht. Man kann auf Hilfe hoffen, auf jemanden, der einen den Rücken stärkt, ja? Wenn wir hier bei der bildlichen Symbolik bleiben. Jemand, der für einen auch mal etwas in die Hand nimmt und oder jemanden, der einen an die Hand nimmt und einem hilft, sich weiterzuentwickeln, fortzubewegen. Alte Konflikte hinter sich zu lassen, ne? Gemeinsam auf eine positive Ebene zuzusteuern. Die Karte erinnert uns aber auch daran, dass Veränderungen Zeit brauchen. Also das Boot wird hier vom Fährmann mit diesem Stab angetrieben, sage ich mal. Also es ist kein Motorboot. Ja? Das heißt also, es dauert ein bisschen, man braucht ein bisschen Geduld. Und was hier eben in Kombination mit den Schwertern dann auch angezeigt wird, ist das Bewusstsein. Ne? Also man muss sich bewusst auf die positive oder generell auf die Entwicklung vorbereiten, zu bewegen. Das heißt also, insgesamt fassen wir das zusammen. 6 der Schwerter ist die Idee des Fortschritts, des Abschlusses schwieriger Lebenskapitel, ermutigt uns dazu, einen kühlen Kopf zu bewahren, Emotionales überwinden zu können, sich auf den Weg zu machen und sich von belastenden Situationen zu lösen und eben ja offen für einen neuen Lebensabschnitt zu sein. Das kann hier und da auch mal eine Reise anzeigen. Ne? Immer, wie gesagt, Kontext der anderen Karten und natürlich ganz, ganz wichtig, euer Bauchgefühl, eure Intuition. So, wenn ihr mehr über die einzelnen Details auf der Karte wissen möchtet, wenn ihr mehr Informationen zu der Karte haben möchtet, dann schaut in die Videobeschreibung, da ist der Link zum fast 660 Seiten langen E-Book. Da sind alle Karten drin erklärt, übersichtlich
geclustert eben auch mit den Informationen, Hinweisen. Und ja, dann wünsche ich euch einfach noch weiterhin viel Spaß beim Tarot lernen. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.